Heute Abend läuft ein Film hier im Ersten, der sich mit dem Einfluss und der Macht von Scientology beschäftigt. Es geht um einen Aussteiger, der versucht, sich aus den Schlingen der Scientologen zu befreien. Der Film wurde unter strengen Sicherheitsvorkehrungen produziert, weil ihn Scientology am liebsten jetzt noch so kurz davor verhindern würde. Der Inhalt sei unwahr und man hätte doch mal besser einen fragen sollen, der wirklich bei Scientology war, hieß es in einer Stellungnahme. Das haben wir heute im Vorfeld dieses Films getan. Bis nichts mehr bleibt. So heißt der Film, der riesiges Aufsehen erregt, bevor er überhaupt im Fernsehen läuft. Denn es geht um ein heißes Thema, um Scientology und die Methoden der Organisation. Au, was soll denn das? Konzentrier dich auf die Anzeige, bitte. Ausschlag bis zum Anschlag. Wenn das Elektropsychometer von Scientology so heftig reagiert, dann ist das für viele ein entscheidender Moment auf ihrem Weg in die Fänge der Organisation. Wilfried Handel kennt alle Psychotricks, denn er war fast 30 Jahre lang Scientologe, bis er sich vor 8 Jahren befreite. Bis nichts mehr bleibt, hat er schon gesehen, die Kritik am Film weist er zurück. Er zeichnet genau das Bild wieder, wie es einem ergeht. Natürlich stark verkürzt, ist ganz klar. Also man kann in 1,5 Stunden nicht alles detailliert und ausgewalzt präsentieren. Aber ich würde sagen, es ist genau so, wie es in Scientology abläuft. Es wurden also sehr viele Dinge auch angerissen, gezeigt. Also ich finde, es ist eine wunderbare Darstellung. Scientology ist von dem Film natürlich nicht begeistert. Die Organisation spricht von schlechter Recherche und von einer Kampagne mit falschen Informationen. Die Autoren und die Drehbuchschreiber dieses Films haben nie mit irgendeinem Scientologen gesprochen oder es nur einmal für nötig befunden, vor Ort zu recherchieren. Also Scientology widerspricht natürlich dem, na eh klar, also sie werden sicher nicht sagen, toll, gut gemacht. Und ich sage immer als Gegenargument, wenn Sie so möchten, wenn Sie einen Film mit Mafia-Hintergrund drehen, werden Sie ja auch nicht unbedingt zum Paten in Corleone gehen und den einbeziehen bei der Drehbuchgestaltung. Also das Argument ist ja, dumm. Brisant hat schon vor knapp 3 Jahren aus Wien über den Ex-Scientologen Wilfried Handel berichtet, denn er war nicht irgendwer in der Organisation. Handel war der Chef von Scientology in Österreich. Er sagt von sich, dass er Täter war, dass er Menschen wehgetan und sie abhängig gemacht hat. Die Wirklichkeit bei Scientology sei oft noch viel bedrückender als die Darstellung im Film. Zum Beispiel ist drinnen die eine Szene, wo es diese Sicherheitsüberprüfung da mit dem Emitter gibt, wo der Auditor quasi die Person anschreit. Das ist in Wirklichkeit noch viel schlimmer. Also das sind 2 Personen, die dieses Verhör dann durchführen mit dem Lügendetektor. Also das ist in der Realität oft noch viel härter und brutaler. Über seine Erfahrungen und die Machenschaften von Scientology hat Wilfried Handel Bücher geschrieben. Außerdem versucht er an Schulen und Universitäten, Jugendliche davor zu bewahren, überhaupt erst in die Abhängigkeit von Scientology zu geraten. Den Film Bis nichts mehr bleibt sehen Sie dann um 20.15 Uhr heute Abend im Ersten. Und das wird Diskussionen nach sich ziehen. Und das bespricht dann Frank Plassberg in seiner Sendung Hart aber fair. Und dann wird auch Wilfried Handel, den Sie gerade gesehen haben, dort sein.